Herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Tarotkartenlegung für die 14. Kalenderwoche, der Woche, die am 1. April beginnt und bis zum 7. April geht. Wir haben die erste Woche im April und auch abnehmenden Mond. Es könnte also eine recht ruhige Woche werden, eine entspannte Woche. Die Woche beginnt mit Ostermontag. Liebe Fische, wir wollen uns in diesem Video ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Okay, lieber Fisch, ich bin schon sehr gespannt. Was haben wir hier? Und hier zeigt sich der Gehängte. Und so könnte es sein, dass du dich etwas unentschlossen in dieser Woche fühlst und irgendwie das Gefühl hast, ja, den Eindruck hast, du weißt jetzt nicht genau, was jetzt der nächste richtige Schritt wäre für dich. Und dass du so ein bisschen ratlos auf die Situation, in der du dich befindest, blickst und ja, dich fragst, auf was du dich jetzt fokussieren solltest, ne? Oder was du von einer gewissen Sache in deinem Leben halten sollst, auch vielleicht, was du von einer Person halten sollst, ne? Vielleicht bist du hier auch so ein bisschen unschlüssig, wie das mit dir und einer bestimmten Person weitergeht oder was du selbst in von dieser Beziehung erwartest, was du von den anderen und von dir erwartest. Ja, du bist unentschlossen und fühlst dich so ein bisschen ratlos und das kann auch einen höheren Sinn erfüllen, dass du dich jetzt in diesem Moment so fühlst. Könnte sein, dass im Laufe der Woche dieser Sinn sich dir offenbart und du etwas Wichtiges verstehen lernst. Es ist vielleicht auch, vielleicht zunächst erstmal kein gutes Gefühl, unentschlossen zu sein oder ratlos, aber es kann sich doch letztendlich als etwas Gutes herausstellen. Und es könnte einen Sinn haben, dass sich diese Blockade aktuell in deinem Leben zeigt. Auf jeden Fall hat der Gehängte auch immer etwas mit Bewusstwerdung, Selbsterkenntnis und Erweiterung seines Horizonts zu tun. Und wir schauen mal, lieber Fisch, auf was sich das hier bezieht. Und schau mal, hier zeigt sich ein Ritter der Kelche. Ja, und der Ritter der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserelement. Und es könnte sehr gut sein, dass diese Karte sich auf dich bezieht. Ne? Denn du bist ein Wasserzeichen. Und bei dem Ritter geht es darum, erwachsen zu sein, ne? In der Blüte seines Lebens zu sein, mitten im Leben zu stehen und ja, für das einzutreten, was man fühlt. Ne? Kann wirklich sehr gut sein, dass der ganze Prozess, in dem du dich jetzt aktuell befindest, lieber Fisch, etwas mit deiner Selbstwerdung zu tun hat. Und es hier darum geht, du selbst zu sein, du selbst zu werden, dich selbst zu verwirklichen und auf diese Weise persönliches Wachstum zu erfahren und Reifung und angekommen sein in der Welt. Es hat hier etwas mit Verwirklichung des Selbst zu tun, dass man sich auch zeigt als die Person, die man ist, dass man authentisch ist und zu sich selbst steht. Ja. Es kann natürlich auch genauso gut sein, lieber Fisch, dass du eine Person in deiner Umgebung hast, die dir sehr ähnlich ist, die ebenfalls ein Wasserzeichen ist wie du, vielleicht ein anderer Fisch, Skorpion oder Krebs. Kann auch ein ganz anderes Sternzeichen haben, aber dann ist diese Person sehr stark beeinflusst von deiner Emotionalität und ja, passt sich diesbezüglich sehr stark dir an oder zeigt besonders dir gegenüber die eigene emotionale Seite. Ja, auf jeden Fall scheint
dieser Mensch dir dann sehr gut zu tun, was dein persönliches Wachstum betrifft. Aber das schauen wir gleich noch mal uns genauer an. Gepaart ist diese Energie mit dem Eremiten. Und der Eremit hat viel auch damit zu tun, Eigenverantwortung zu zeigen, sich selbst treu zu bleiben, eine objektive Sichtweise auch einzunehmen, ne? Also hier geht es schon um Selbstreflexion und den Fokus auf die eigenen Interessen zu bewahren. Manchmal ist der Eremit schon eine typische, klassische Single-Karte. Aber wenn der Ritter der Kelche sich auf eine andere Person bezieht, dann geht es hier womöglich darum, dass du trotz einer tiefen Bindung den Kontakt zu dir selbst nicht verlierst, ne? Dass du hier doch auf dich und deine Interessen fokussiert bleibst. Und das ist eben auch sehr positiv. Der Eremit ist sehr ernsthaft, ne? Eine sehr ernsthafte Karte, eine Energie, bei der es um Verantwortungsbereitschaft geht und auch Enthaltsamkeit manchmal, ne? Man verzichtet hier auf etwas für ein höheres Ziel. Und ist genügsam, bescheiden, besonnen und realistisch. Ja, wir schauen uns mal den Ritter der Kelche an. Oh wow, also ich weiß nicht genau, ob du diese Person bist, könnte sein, oder ein anderer Mensch, könnte auch sehr gut sein, ist ein bisschen uneindeutig hier, aber bei diesen Menschen passiert im Moment sehr, sehr viel. Das ist ganz, ganz klar. Dieser Mensch verlässt sich jetzt viel mehr auf die eigene Gefühlswelt. Dieser Mensch ist bereit, sich von gewissen negativen Gedanken zu befreien. Dieser Mensch entscheidet sich aktiv gegen das Grübeln. Und findet hier auf diese Art und Weise große Veränderungen. Große Veränderungen, die auch seinen Alltag betreffen. Große Veränderungen, die sein Leben, seine Lebensumstände betreffen. Dieser Mensch agiert aus dem Gefühl heraus, nicht unbedingt aus dem Verstand oder jedenfalls nicht, was so alte Gedanken, alte Konventionen, alte Zwänge betrifft. Na, vielleicht hat dieser Mensch auch eine frische, neue Vorstellung, frische, neue Ideen. Auf jeden Fall verlässt er sich auf seine aktuellen Einschätzungen, ne, die auch mit den Herzen und der Gefühlswelt verknüpft sind. Und ist hier bereit für eine große, große Veränderung im Leben. Also wirklich, es könnte sein, dass das Leben dieses Menschen sich komplett auf den Kopf stellt. Dieser Mensch ist zu einer großen Veränderung im Leben bereit. Und würde jetzt, ja, vielleicht wirklich auch für die Liebe. Wie sagt man, da gibt es so ein Spiel, Berge versetzen, ne? Würde für die Liebe Berge versetzen. Also man sieht hier schon eine starke Entschlossenheit, aber ja, also das kann sich auf den Wohnort auswirken, dieses Menschen, oder auf den Beruf, aber auch auf die Lebensgewohnheiten, ne? Also sehr interessant. Wir schauen mal weiter. Was war denn in der Vergangenheit los? Du hast in der Vergangenheit jetzt sehr schöne, angenehme Harmonie gefunden mit jemandem zusammen oder eine Gruppe von Menschen und hast dich hier sehr verbunden gefühlt, hast auch gewisse Probleme in deinem Leben gelöst bekommen durch ein harmonisches Konzept, durch einen Ausgleich, durch das Streben nach Harmonie. Und das hat hier zu einer nachhaltigen Lösung geführt und hat dir auch ein schönes Gefühl geschenkt. Ein Gefühl von Schönheit, Harmonie, Stimmigkeit, Akzeptanz. Es ist so etwas lebenskünstlerisch, ne? Du hast aus deinem Leben ein Kunstwerk gemacht. So hast du dir dein Leben gestaltet bis vor kurzem, ne? Und das wirkt jetzt auf jeden Fall auch noch nach und wirkt sich besonders positiv auf die Geselligkeit in deinem Leben aus, dein Freundeskreis, dein familiäres Umfeld profitiert davon sehr, sehr stark. Es wird sehr innig, es ist sehr
intensiv, sehr ehrlich in der Kommunikation. Man teilt hier viel Wärme und ist zueinander sehr großmütig, sehr großherzig. Und du wirst in dieser Woche sehr schöne, gesellige Momente mit den Menschen, die du liebst, erleben. Ja, aber diese Woche wird es halt einfach trotzdem ein wenig ernster, ne? Also du kommst hier aus einer sehr schönen Zeit. Wahrscheinlich hattest du eine sehr schöne Osterzeit, lieber Fisch. Ja, und das klingt jetzt auch noch positiv nach. Und du freust dich über den Kontakt. Du freust dich über das heitere Miteinander, aber du spürst auf einer anderen Ebene, dass es ernst wird, ne? Dass du jetzt etwas Ernstes machen möchtest, dass es nicht immer jetzt nur noch heiter zugehen kann. Du bist auf einer Ebene etwas erschöpft von diesem hohen Maß an Emotionalität um dich herum und brauchst tatsächlich etwas Ruhe und etwas Auszeit, etwas Zeit für dich zum Nachdenken. Das zeigen diese beiden Karten. Und wenn du das Gefühl hast, gerade wenn du mit dem Ritter der Kelche schon lange zusammen bist, oder wenn du irgendwie das Gefühl hast in deinem Freundeskreis, also irgendwie war das jetzt schön, aber ich fühle es nicht mehr ganz so stark wie sonst, sollte das überhaupt nichts bedeuten. Das heißt einfach nur, dass du ein bisschen Zeit für dich brauchst. Ne? Mehr nicht, mehr nicht. Und vielleicht wirst du das die Woche gar nicht so doll spüren, aber im Laufe der Woche könnte dieses Gefühl stärker werden, ne? Und du kannst dem zuvorkommen, entgegenkommen, indem du dir einfach eine Pause genehmigst, ne? Vom geselligen Treiben. Ja, auf einer anderen Ebene wird es umso inniger, umso intensiver. Ja, es ist schon voll vervollständigend, diese ganze Erfahrung, ne? Also du weißt das schon auch durchaus zu schätzen, das auf jeden Fall, und weißt sehr wohl, was ja, dass es stabil ist, dass es dir sehr viel gibt. Du weißt es sehr wohl zu schätzen, ne? Da gibt es doch eine starke Vertrautheit. Du verlässt dich auch auf dieses soziale Band. Und auf einer Ebene wirst du dich voll und ganz bei dir selbst angekommen fühlen und so halt auch die ganzen schönen Momente der kürzlichen Vergangenheit verarbeiten können und so auch voll bei dir selbst ankommen. Das alles bereitet dich vor auf einen neuen Schritt in deinem Leben. Die Erkenntnis kommt aber erst noch. Ich glaube, du weißt noch nicht im Laufe der Woche, um was es hier gehen könnte. Ja, aber das Schöne wird sein, dass sich viele Ideen, die du in der letzten Zeit bekommen hast, viele Eindrücke, Vorstellungen, Ideen, Informationen und Nachrichten, im Laufe der Tage zusammenfügen werden und dir so ein Gesamtbild von deiner Situation schenken werden. Du brauchst also ein bisschen Zeit, du brauchst Zeit der Reflexion, aber tatsächlich führt dies alles zu einer zusammenhängenden Erkenntnis, ne, die dich dann doch sehr gut voranbringen kann, die dir Klarheit, Gewissheit schenken wird, was deine Zukunft betrifft. Und einfach auch eine Vorstellung von deiner Zukunft mitgibt, wodurch du einfach weißt, was du willst, ne? Worauf du hinaus arbeiten möchtest, worauf das hinauslaufen soll, ne? Worauf du hinarbeiten möchtest. Okay. In deinem sozialen Umfeld eine Prinzessin der Schwerter. Und das kann eine Person in deinem Umfeld sein, die in deinem Sozialleben eine sehr wichtige Rolle spielt. Diese Person könnte jünger sein als du oder viel jugendliche Energie aktuell haben. Diese Person könnte ein Luftzeichen sein, ne? Wassermann, Waage, Zwilling. Jungfrau könnte sein. Oder ein anderer Fisch oder Waage zeigt sich hier besonders. Kann aber auch ein anderes Sternzeichen haben, diese Person. Ja, diese Person hat einen sehr rebellischen Charakter,
Nicht, weil diese Person irgendwie aggressiv ist oder aneckt, sondern weil diese Person unkonventionelle Ideen hat und unkonventionell denkt, die eigene Umgebung, die Gesellschaft, die das Umfeld hinterfragt und Tabus ansprechen und aufdecken möchte. Eine originelle Person, die sehr viel Humor hat und Witz, mit der man gute Gespräche führen kann und die einfach auch sehr intellektuell ist oft, ne? Kann auch sein, lieber Fisch, dass du aktuell von deiner sozialen Umgebung als diese Person wahrgenommen wirst, ne? Dass diese Energie sich auf dich bezieht. Kann sein, dass diese beiden Karten zueinander gehören, auf die gleiche Person verweisen, auf dich und oder dein Gegenüber. Oder eine Person ist die eine Person, die andere, ne? Also, oder es sind zwei unterschiedliche Personen. Also die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Und ich hoffe, das kannst du gut an dein persönliches Leben anpassen. Wir schauen uns die Prinzessin der Schwerter mal ein wenig an. Ja, diese Person macht auf jeden Fall eine Erkenntnis, ne? Eine wichtige Erkenntnis, die vielleicht auch unangenehm für diese Person ist, ne? Es kann mit der Vergangenheit zu tun haben. Das kann aber jetzt auch aktuell eine verletzende Note haben, diese Erkenntnis. Aber es ist halt die Wahrheit und es ist halt wichtig, ja, die Wahrheit zu kennen, ne? Auch wenn sie dann mal verletzend sein kann, ist es dann dauerhaft eher heilsam, eher hilfreich, ne? Es kann auch eine wichtige Erkenntnis über die Vergangenheit sein, ne? Wo dann halt doch eine verletzende Erfahrung dieser Person nochmal gegenwärtig wird. Ja, hier zeigt sich noch ein Ritter der Scheiben und hier haben wir eine Erdperson, ne? Entweder, ja, auch das kann vieles bedeuten, ne? Die Prinzessin der Schwerter soll hier sich zum Ritter der Scheiben weiterentwickeln. Gerade, man könnte das hier sehr gut auf Jungfrau oder Zwilling hindeuten. Oder das hat hier gut mit dem Ritter der Kelche zu tun, gerade bei Krebs oder Steinbock könnte dies sein, ne? Dass das alles hier auch mit dem Ritter hier zu tun hat. Oder so ganz allgemein hat das mit einem Ritter der Scheiben zu tun, der noch mal ganz andere Rolle spielt, ne? Also eine ganz neue Person hier, ne? Vielleicht auch ein Ex-Freund, eine Ex-Freundin, jemand aus der Vergangenheit, jemand in der Familie. Ne? Manchmal steht der Ritter der Scheiben auch ganz allgemein für einen stabilen, treuen Freund, für einen stabilen Beziehungspartner oder Beziehungspartnerin, ne? Jemand, mit dem man in eheähnlichen Verhältnissen oder in einer Ehe zusammen ist. Ja. Also grundsätzlich habe ich dann schon den Eindruck, dass es hier schon um eine Reifung der Prinzessin der Schwerter geht. Ne? Vielleicht, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so als konkretes Beispiel, dass die Prinzessin der Schwerter vielleicht aufgrund einer Verletzung in der Vergangenheit irgendwie ein Problem mit Nähe hat. Ne? Angst vor Nähe hat aufgrund eben von Verletzungen und vielleicht betrifft dich das auch oder eben dein Gegenüber, lieber Fisch. Und es gibt hier womöglich wichtige Erkenntnisse, die man über diesen Umstand macht, ne? Woher das kommt, was man damals gefühlt hat, was damit alles so verbunden ist. Und schafft es hier tatsächlich auch, einen Heilungsprozess anzustoßen und einige Dinge aufzulösen. Und das könnte bei dieser Person dazu führen, dass diese Person mehr in der Lage sein wird, der Ritter der Scheiben sein zu können. Also sprich, mehr in die Lage kommt, selbst eine Beziehung zu führen, ein stabiler Beziehungspartner bzw. Partnerin zu sein oder zu werden. Ne? Das könnte ich mir jetzt hier ziemlich gut vorstellen, so als Beispiel. Aber natürlich sind die Beispiele auch vielfältig. Auf jeden Fall, ne, wird hier schon auch ein Heilungsprozess angestoßen. Und im Leben des Ritter der Kelche verändert sich ja auch einiges, ne? Also es scheint hier schon eine sehr interessante Woche zu werden, ne? Du möchtest Klarheit, du sehnst dich nach Klarheit, nach
der Einfachheit des Lebens. Du möchtest hier etwas verstehen, du möchtest Erkenntnis, ne? Und es sieht mir hier alles sehr, sehr gut aus, dass du diese Erkenntnis auch finden wirst. Und das Schöne ist, du möchtest das auch offen kommunizieren. Du möchtest auch dadurch ein bereinigtes, offenes, ehrliches, leichtes Verhältnis zu den Menschen haben, die du liebst. Und das ist dir im Moment ein ganz besonderes Anliegen, ne? Du möchtest einfach glücklich sein und das Glück mit den anderen teilen können. Auf allen Ebenen, ne? Also, vielleicht fehlt dir auch noch etwas für dein Glück, ne? Vielleicht geht es hier auch mehr, auch viel darum, mehr Stabilität im Leben zu haben. Geld geht es, gibt es, geht es, da geht es auch manchmal um Geld, ne? Dass man Geld braucht, um halt sich das Leben schön zu gestalten, ne? Geld für Luxus, Geld für die Sonnenseiten, die schönen Seiten des Lebens, ne? Aber da wäre es dir wichtig, dass du das auch mit jemandem genießen kannst, zusammen mit jemandem teilen kannst, ne? Das ist so deine Motivation dann dahinter. Ja, und zum Ende der Woche kommen gute Nachrichten rein. Ich weiß nicht genau was. Ich weiß nicht genau was, aber es wird dich erfreuen. Es wird gut sein. Interessante Gespräche, gute Gespräche, etwas, was Schwung in deinen Leben bringt, was dich inspiriert, was dein Intellekt anregt, und dir auch Klarheit verschafft, ne? Also da kommen Gespräche auf dich zu, jemand meldet sich bei dir. Aber auch du machst hier einige Gedankensprünge, ne? Also, da kommt Leben in die Bude. Da, das schon. Und vorher wird die Woche recht ruhig. Ja, was haben wir hier? Die Energie kommt in Fahrt. Sieht mir hier doch recht gut aus. Sieht mir nach einer entspannten Woche aus. Also, zum Ende der Woche wird es aufregend, wird spannend. Ja, lieber Fisch, ich wünsche dir eine angenehme Woche, dass du die Woche schön gestalten kannst für dich, dass du hier auch wichtige Einsichten, wichtige Erkenntnisse erleben wirst und interessante, gute Gespräche führst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich möchte dir auch noch mal schöne Ostern wünschen und wunderschöne Feiertage. Alles Liebe und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.